了解。Ja, das muss mal eben so hin. Ich glaube, dann kommt der Kindertisch, kommt hier raus. Der kommt hier bei den Eltern mit rein, in die Kreativecke. Genau. Damit hier... Ach, herrje. So, dann kommt der, wenn er passt, hier an die Wand. Passt das so? Ja. Und das Ding machen wir auch mal hier ins Wohnzimmer. Dann haben die alles zum Spielen hier draußen. Gut, dann kommt nämlich hier noch... Ach du lieber Gott. Die Teddys kommen... Genau, machen wir den einen Teddy dahin. Der kommt dahin. Huhuhu. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Geld sparen, würde ich meinen. Verdammt, Zwillinge. Ach du lieber Gott. Ja. Sehr beschämt, hat sich selber angepiegelt, ja. Ach komm, das wird schon. Ja, Müll. So, das kommt hier rein. Das kommt auch hier rein. Eieieiei. Müssen wir wirklich bald mal. Lilia und Luca. Ja, Kinders, ne? So, mach aus 3, 4. So, jetzt muss auch Papa aber ein bisschen... Jetzt muss Papa ein bisschen, ja, ranklotzen. Och, Mama. Och, komm. Du bist ja schon sauber. Geh mal da raus. Mach die Wanne mal sauber. Das kann doch passieren. So, dann machst du das sauber. Dann tust du das aufwischen. Kann ja mal passieren, Mutti. Ich meine, du hast immerhin 2 Kinders gekriegt, ne? Und dann kannst du die gleich mal bespaßen. Na? Kannst du liebkosen. Machen wir gleich mal die Windeln. Und schaukeln. Genau, kümmere dich mal um deine Krümel. Dann kommt der Rest von der Schule. Na? Rosia ist sehr beschämt, ja. Ja, das glaube ich. So, die brauchen Spaß. Der muss auf jeden Fall duschen, wenn er kommt. Wie lange geht die Schule? Bis 3. Ist noch ein bisschen. Beim Schrubben einiger Entlüftungsventile des Shuttles findet Alexander eine kleine Kapsel, die sich darin verfangen hat. Sie sieht aus, als käme sie aus den Weiten des Weltalls. Soll er sie sofort abliefern oder sie öffnen, um sie... herauszufinden, was sie enthält. Ich würde sagen... Ja, wir sind ja neugierig, ne? Öffnen? Entweicht aus glitzerndem Staub, die er sofort ein... Das ist wahrscheinlich nicht gut. Einige Minuten später fühlt sich Alexander extrem krank. Vielen Dank, Weltraumstaub. Okay, ups. Ups. Wir sind ja neugierig, ne? Was haben wir hier? Weltraumkapselfieber. Hoffentlich ist es nicht ernstes. Okay. So, ich glaube, die beiden kommen jetzt gleich von der Schule, ne? Ja, ja. Braucht Vergnügen, ja, ja. Und Mama braucht Schlaf, wenn sie fertig ist. Na,
Dann tust du die beiden noch mal Gucci Gucci. Oh, so süß. Sorg Aber sie, guck ne, Willow, mal. sorg sie. Oh. Gleich zwei. Mein Gott. Wie sollt ihr das nur managen? Yes, Kinders, Larp. Kinders. So, jetzt kommen die Krümel von der Schule. Genau, da kommen die beiden von der Schule. Er ist verspielt, aber er geht erstmal duschen. Bei wem geht Telefon? Bei ihr? Nein, jetzt nicht. Die muss auch erstmal gleich duschen. Du musst spielen, ne? So, du kannst erstmal angurren, angurren. Alles, was sie nicht wollte, in Tränen. Oh. Reden, reden. Oh. Füttern, an die Brust nehmen. Füttern, an die Brust nehmen. Oh. So, Kira, was möchtest du? Spaß. Ich glaube, jetzt gehst du erstmal duschen. Und dein Bruderherz, genau. Angurren. Reden. Oh, Mensch. Ist immer noch traurig. So, was machst du jetzt? Kannst du eigentlich immer noch nicht hier eine pflanzen? Nö, leider nicht. Da muss Papa wohl wieder ran. Genau. Dann gehst du mal eben. Ja. Guckst den Kinderkanal an. Kinderkanal. So. Und du? Och Gottchen. Du kannst dich nach dem Do kannst du ihn umarmen, mit ihm spielen, mit ihm reden, aufmuntern. Mama macht erstmal ein Nickerchen, genau. Erstmal schlafen. Komm, das kannst du aufräumen. Huch, nein. Nein, 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 nein. Das kannst du aufräumen. Mama, du kannst dann mit Mini gleich mal. Freundlich. Kennenlernen. Komm, geh mal zu deinem Kind. Ich weiß, dass du müde bist. Ach, Mutti, ja, komm, geh schlafen. Erst meine Teddyrotzen. Wo ist Bruderherz? Bruderherz kann das auch machen. Zuspruch geben, komm. Handschocker reinlegen, herbeirufen, mehr Auswahl, freundlich. Geheimnis kennenlernen, umarmen. Komm, geh deine Schwester mal umarmen. Dann. So.
über Spielzeug reden, dann machen wir, lass uns doch mal ein Fantasiespiel machen. So, komm. Red mal mit deinem Schwesterherz. Wenn du schon hier nicht aufräumst. Ja, jetzt kannst du da nicht rein, ne? So, dann komm du doch mal raus, Kira. Dann komm du hier hin. Die rotzt jetzt noch mal da rein. Komm. Komm mal raus da. Red mal mit deinem Bruderherz. So, um Rat bitten. Über Probleme beschweren. Rumblödeln. Na komm. Spiel zusammen. Ärger sie doch nicht auch noch. Na komm. Spielt mal, ihr beiden. Jawohl, bisschen Kohle kommt rein. So, Kinders. Ihr seid schön am Spielen, ne? Genau. Ich hoffe, er heitert sie ein bisschen auf. So, Mama. Du wirst jetzt mal aufstehen und mal ein bisschen was machen. Ah, Pop Art. Ein großes. Komm. So. Genau, die sind alle am Malen, machen und tun. So, und wenn Papa wiederkommt. Och Gott, der sieht ja total erschöpft aus. Wenn Papa kommt, der kann sich erstmal um den Garten kümmern und. Gott, hat die einen Arsch, habt ihr das gesehen? So. Ein paar kleine Bilder könntest du auch noch malen. Für die Mädels. Oh, ein bisschen schneller hier. Na, ich glaube du. Na los. Ist das Bild fertig? Nein. So, Papa ist da. Hallo. So, Papa, du gehst jetzt erstmal du. Oh, Papa kann gleich mal hier schmutzige Windel wechseln. Und dann Büst machen und liebkosen. Flasche füttern, Windel wechseln, liebkosen. So, Mama, an Sammler verkaufen. Oh, wir haben beide noch ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Oh. Oh. So, Kind. Du gehst jetzt duschen. Du gehst duschen. Du holst dir was zu essen. Einmal einen Joghurt. Mama macht was? Mama kocht. Kochen. Nee, erst würde ich sagen, verdorbenes Essen aussortieren. So, und dann tut Mama nochmal verdorbenes Essen aussortieren. Ach so. Es dürfte ja nichts mehr drin sein. Kochen.
Dann kochst du nochmal einen schönen Salat. Bitte schmier keinen Ohrenschmalz da rein. Oh, Papa, gucke mal. So, Papa, bevor es Essen gibt, du möchtest ja auch duschen. So, du gehst jetzt erstmal aufs Klo. So, Papa schläft gerade eine Runde. Oh. Genau, wechsel mal die schmutzige Windel. So, und du hast Hunger. Du nimmst dir auch mal eine schnelle Mahlzeit, in den Joghurt. Kira? Ja. Die erste geht ins Bett. Obwohl, eigentlich darfst du noch nicht ins Bett, weil du hast deine Aufgaben noch nicht gemacht. Machst du erst deine Hausaufgaben. Dann darfst du ins Bett. So. Jawohl, supi. So, du musst auch noch deine Hausaufgaben machen. Was hast denn du hier noch so? Supi. So, wie sieht es denn bei allen aus? Energie, Hunger, Energie. Ja, bei dir ist es Hunger und. Oh. Dann isst man ein bisschen schneller und Papa. Ja, Papa fehlt Energie, spart Hygiene. Oje, oje, oje. Sein Leben ist im Moment echt. Und wir haben erst Mittwoch. Oh je, oh je, oh je. So, Mini. Okay. Genau, dann machst du mal eben schnell deine Hausaufgaben. Wir haben ja erst 23:30 Uhr nachts, ne? Genau. Dann beeilt euch mal alle ein bisschen. Dann könnt ihr alles ins Bett. Ist mit Papa? Papa geht jetzt duschen. So, Kira kann ins Bett, ist müde. Dann geh ins Bett. Oh, viel zu schnell. So. Papa ist schon da. Du musst auch ins Bett. Komm. Du bist aber noch nicht ganz fertig, ne? Ja, komm. Beeil dich. Komm. Komm, 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 komm. Fertig. Schlafen. Schnell. Es ist spät. Es ist spät. Und ihr geht auch beide schlafen. Genau. Meine Güte, was ein Stress hier mit mehreren Kindern. So, dann machen wir mal überall Licht aus. Alle Lichter ausmachen. Fernseher ausschalten. Was ist mit dir los? Du hast Hunger. Und duschen will er, glaube ich, oder? Baden. Mitten in der Nacht. Einschalten. Dieses Licht. Komm, Mama. Mama, geh. Ja, komm, kümmere dich. Mensch, Mensch, Mensch. Oh. Papa stinkt immer noch. Papa, kannst du mal hier hingehen? So. Und Mutti? Was war jetzt? Toilette. Dann geh doch mal aufs Klo. Mensch, Mensch, Mensch. Musst du eigentlich, wann musst du wieder arbeiten? In 2 Tagen? Er muss heute arbeiten. Ja. Ja, du stinkst, ich weiß. Ich weiß, dass du stinkst. Sobald deine Frau. Oh, hier. Reparieren. Komm. Aufwischen. Deine Frau geht jetzt wieder. Ja, die.